viele der Online-Gurus, Business-Coaches, Money-Coaches, Mindset-Coaches etc. etc., wie zum Beispiel ein Dirk Kräuter, ein Bodo Schäfer, ein Pascal Fay, mir fallen jetzt gerade nicht mehr ein, sagen immer, Gedanken werden zu Handlungen und Handlungen führen zu gewissen Ergebnissen. Das heißt, wenn du andere Ergebnisse willst, musst du dir Gedanken machen, welche Handlungen führst du aus, welche Taten, und respektive musst du dir Gedanken machen, welche Gedanken du hegst und pflegst. Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter geben, es mir erlauben, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich würde sagen, das Umfeld, ja, also je nachdem, was du für Input reinbringst, also nicht nur hier Nahrung, sozusagen geistige Nahrung, die Form, Art und Intensität der geistigen Nahrung, die du aufnimmst, und das tust du in der Regel durch dein Umfeld, ja, woher soll es auch kommen? Also wir alle Menschen hängen von unserem Umfeld ab, das passiert automatisch, auch unterbewusst, führen zu unseren Gedanken. Die Gedanken führen zu Emotionen, immer. Wir tun nichts ohne Emotionen, selbst wenn du denkst, ich bin komplett emotionslos und gelangweilt, auch Langeweile ist eine Emotion, eine Form von Emotion. Und diese Emotionen führen dann zu Worten. Ja, ich bin sauer, dann fluche ich rum. Wenn ich glücklich bin, verliebt, dann fange ich an zu singen. Also Gedanken zu Emotionen. Emotionen führen dann zu Worten und die Worte, beziehungsweise zu Worten und Taten, ja, Handlungen. Und das führt zu Gewohnheiten, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist sozusagen per Definition, wie, was den Menschen ausmacht. Ne? Wurden von der Steinzeit her in unseren Genen so, sagen wir mal, programmiert von der Natur, dass wir ein Gewohnheitstier sind. Denn über Gewohnheiten und Routinen haben uns sozusagen früher, über Jahrtausende hinweg, unser Überleben gesichert. Ja? Und diese Gewohnheiten dann, diese Gewohnheiten führen zu Ergebnissen, die dann entweder Erfolg oder Misserfolg sind. Was Erfolg und Misserfolg ist, das ist eine Definitionssache. Da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Also nochmal von vorne. Unser Umfeld, ja, das heißt, die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, das ist sozusagen, du bist der Querschnitt davon, ist so ein Spruch, ist viel Wahres dran. Also der Input, ja, das Umfeld, ja, prägt deine Gedanken, und zwar zu 100%. Welches Buch du liest, mit welchen Leuten du sprichst, welche Medien du konsumierst, etc. Man merkt es jetzt ganz präzise wieder in der Corona-Krise, was man da teilweise für Gespräche auf der Straße hat oder irgendwo im Wartesaal, ja, irgendwie eine 20-Jährige, die dir irgendwas erzählt von irgendwelchen komischen Viren und so weiter. Ne? Diese Gedanken führen zu Emotionen. Ja? Empören, ja, oh, du trägst keine Maske oder und so weiter. Die meisten tragen ja hier Maske, aber Lust, Angst. Ja? Diese Emotionen führen dann zu Worten, Taten, ja? Also verbal oder eben Taten, Kauf, ja? Kauflust. Ja, im Vertrieb zum Beispiel, sehr wichtig, dieses Prinzip zu verstehen, und das führt dann zu Gewohnheiten. Das heißt, ich habe diverse Routinen in meinen Tag mit eingebaut, die es mir erlauben, möglichst effizient zu sein, weil ich sehr wenig Energie damit verbringen muss, mir Entscheidungen zu treffen. Also das, was uns am meisten an Energie raubt, sind Entscheidungen. Ja? Deswegen treffen auch, wenn du in der Regel, desto erfolgreicher du jemanden findest, desto schneller trifft er Entscheidungen, ja? Also kleine Entscheidungen. Und also der fackelt nicht lang rum, ja? Also wenn er irgendwo was sieht, das ist ein Euro billiger im Supermarkt oder was auch immer, ja, oder so kleine Entscheidungen, ich fahre jetzt links, fahre rechts oder was auch immer. Dann diese Gewohnheiten führen uns eben zu unseren Ergebnissen, ja? Ich habe mir jetzt das angewöhnt, kein Fleisch mehr zu essen, und ich esse stattdessen, ich nehme stattdessen eben Eiweiße ein und esse stattdessen fast nur noch ausschließlich Fisch und Shrimps und da auch nur das Beste. Und ich habe fast keine Müdigkeitserscheinungen mehr während des Tages. Ja? Also diese Gewohnheit bringt mir wieder mehr Leistung, also bessere Ergebnisse. Ja? Und das ist sozusagen das A und O. Ja? Das ist wirklich das A und O, und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dieses Prinzip verstehst. Ja, also nochmal von vorne, nochmal zusammengefasst, ja. Unser Umfeld prägt unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Taten und Worte, das, was wir tatsächlich Handlungen ausführen, die Handlungen, die wir ausführen, ja. Wir greifen ans Telefon, rufen den Kunden an, ja oder nein, ja. Diese dann führen zu Gewohnheiten. Wenn ich das immer und immer wieder mache, dann rufe ich ja immer wieder, mache ich zum Beispiel eine Angebotsnachverfolgung, ja, so routiniert, dass ich schon gar nicht mehr drüber nachdenken muss, ja.
wenn ich immer wieder Kunden habe, wo ich sehe, na, hast du die Angebote nachverfolgt? Hast du ein Angebot geschrieben vor 2 Wochen? Hast du da schon mal wieder angerufen? Nee, dieses Mal nicht. Dann ist es noch keine Gewohnheit. Ja? Die Macht der Gewohnheit ist im positiven wie im negativen Sinne eines der wichtigsten Elemente, eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt, die es zu verstehen gilt. Ja? Egal, was du da draußen versuchst zu erreichen oder machst. Ja? Und diese Gewohnheit führt dann eben zu den Ergebnissen, Misserfolge, Erfolge. Und daraus lernst du wieder und iterativ wirst du immer besser und immer erfolgreicher, egal was du in deinem Leben tust. In diesem Sinne freue ich mich auf unser nächstes Video. Und falls du dieses Video hier auf YouTube siehst, dann abonniere am besten den Kanal, wenn du das gut gefunden hast und einfach noch mehr Videos derartige willst, die dir vielleicht weiterhelfen, die dir vielleicht einen neuen Lichtblick geben, einen neuen Blickwinkel, was auch immer. Und gib dem Video einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Thomas Klein und Happy Hunting. Bis dann, tschüss.